Wochenabend. Hier fängt alles mal vor vielen, vielen Wochenabend leider. Kommen wir nicht weiter und müssen jetzt mal abbrechen heute. Aber wir waren sicherlich schon ganz vororganisiert. Ja, hier fängt das alles an. Wir kommen die erste Folge für den Krankenkassen. Das ist, dass wir da auch schon denken haben. Damals dachte ich genau noch, das ist doch alles nicht so schlimm. Da wussten wir natürlich nicht, wie extrem egal für den anderen das war, die da nicht zugehören und wie extrem kriminell die anderen schon waren gegen uns. Und wir mussten jetzt gerade sein. Meine Staatsanwaltschaft war, haben sich wieder an unseren Pflicht und Staatsanwalt erinnert, aber man kann ja schon sagen, dass sie überhaupt mit uns gesprochen haben. 25 Jahre schon bei den Drogen schlägt. Dass man sagt, das kann alles nicht sein. Und wir haben uns ja unten noch ein bisschen ausgeruht. Vorher schon, ne? Und da haben wir das Fass haben wir gebeten, dass wir da so bleiben dürfen, bevor wir uns dann gekriegt haben. Ja, nicht mehr konnten. Wir wussten damals ja nicht von den Narkotika. So, und dann griff uns ja dieser Tatmittag fast da an, ne? Ja. Und wir lästigte und füllte uns voll. Das war der damals schon diesen Angriff geleitet hat, da in Höchst. Diese Unterführung beim Bahnhof. Da waren ja, oh, das war ein ganzes Knäuel junger Männer da. Einer hat ein Messer in der Brücke von einem anderen gehalten und sie haben nur gewartet, dass wir vorbeigehen. Genau. Dann wollte er mich stechen und selbstverständlich gucke ich immer, wo die Hände sind. Das ist natürlich schon Routine. Aber auch du hast das Messer gesehen. So, und dann habe ich mich natürlich sofort umgedreht, bin rückwärts gegangen, habe es im Auge behalten, ich hoffe, hast du ja damals nicht. Ich war immer bereit. Wehren. Natürlich waren sie alle stark und mit weiter Überzahl. Mindestens 8, ne? Wenn nicht sogar 12. Vitat startete dann auf die Treppe. Ein Bahnhof und leitete alles. Wies an und freute sich noch. Dann ging ich weiter und dann wurde ich eben beschimpft mit feige Sau und so. Ne? Ja, ich ging weiter. Aber also eine demütige Musik, die das in der Gegenwart mein Leben hat. So, und das möchte ich auch nochmal sagen, die stillen Helden. Da waren wir bei zwei stillen Helden, die zur rechten Zeit da waren. Wir sind bestimmt nicht mit einem Geist unterhalten müssen. So, und danach tun dann gleich am Wochenende, also am darauf kommenden Wochenende, sondern am Sonntag tun dann überall das Linoleum und so und die Fußbodenwege rausgerissen. In den Wohnungen der Schönstraße 1. Nachdem wir den Herren auch von den Drogen gesagt haben, weil wir waren natürlich auch finanziell unter dem Lachen. Weil es reichte uns. Also wir wurden sogar in diesem Staatsanwaltsgerichtsgebäude, das heißt, angepöbelt, ne? Von Vitar, der dann auch reingeht in ein Büro mit der Tür schmiss und da laut rumschrie und so. Dann wieherte da noch so ein anderer. Der musste uns da ansprechen, den Nadel. Dann fing man auch unten an, da mit mal zu wischen in der Mittagspause um uns rum. Wir wussten natürlich nicht, was es ist. Also, man möchte mal einer sagen, dass das noch Zufälle sind, den Nadel. Wir wussten es ja damals nicht. Wir schrieben das Jahr 2009. So, und da mussten wir wieder vorbei und dann sind immer die Erinnerungen. Also, wir sind wirklich stille Helden. Und uns haben das Leben gelassen. Weil vorher war ja gar nichts. Wir hatten ja vorher dann festgestellt, dass Drogen sind. Dann wurde Martina paarweise zu korrigieren. Heute wissen wir ja, dass wir unter Hypnose standen und uns am Grund raus war. Dass wir es deshalb gehört haben, wie sie mit mal sagte, will man sich einen Drogen machen und wie sie uns das beschimpft haben. Dass wir nicht rausgehen wollen, ob wir doof sind. Ich habe das mal irgendwo geschrieben und auch eine Anzeige. Danach wurden wir ja da so komisch zusammengeschlagen vor der Tür.
eher würgen und so. Und dann wollte man uns gerade mal mit Schneemänner, das haben wir damals auch nicht verstanden, aber Schnee, das so nennt man wohl Drogen. Ich weiß es immer noch nicht genau, sag ich vorsichtig sein. Ne? Das wäre dann das Nächste, was wir dann auch bekannt gegeben haben. Und wir sind ja dann immer so schwächlich, wir gehen in unsere Wohnung, wir sind mit bestrahlt. Entschuldigung, bestrahlt war ich schon. Also Sie wissen ja, dass wir immer von Narkotika begabt. Das wussten wir ja damals nicht. Wir sollten ja gar nicht los. Wir sind auch nicht Tage später dann losgekommen zu den Zeiten. Wir konnten damals nicht sofort losgehen. Ja, so kam das dann eben alles dann laufen. Das muss man mal sagen.